Schauen jetzt einmal wieder auf die Videowand bitte. Vorab einmal ein Clip vom nächsten Hengst, Lord PC Junior. Wenn die Technik klappt, mit Originalkommentar Stechen, Burgturnier, Nörten, Hardenberg, Youngster Tour. Hartwig Rode. Und Lord PC Junior. Also von Agilität gibt es ganz, ganz wenige, die da, glaube ich, das Wasser reichen können. 20 hin zu 21. Das heißt, er muss jetzt in zweiter Hälfte auf jeden Fall noch ein bisschen was gut machen. Und da kriegt er immer wieder so diese Vorwärtstendenz. So auch zum Fahrsteiner. Und dann lässt er den liegen. 36 Sekunden. Meine Güte, da hätte er ruhig noch ein bisschen draufbleiben können auf Hartwig. Diese Youngster-Tour war hochkarätig besetzt. Und Youngster-Touren hat er nicht nur auf dem Hardenberg gewonnen, sondern hat serienweise die Youngster-Touren bestimmt mit seinem Reiter, der ihn seit vielen Jahren ausbildet und international vorstellt. Und daher gilt ein herzliches Willkommen diesen beiden, Lord PC Junior und Hartwig Rode. Lord PC ist der Vater. Quattro, der Mutter, Vater, aus der Aquinora gezogen. Almez steht an dem Pedigree. Lord PC Quadro B und dann kommt wieder die Aleska von Almez, also der direkte Stamm eines Comfort, jenes Christian-Sohnes, der die Schau hier heute eröffnet hat. Und ich neige vielleicht nicht unbedingt zu Superlativen, aber ich wage es zu behaupten, dass wir hier den erfolgreichsten, den gewinnreichsten siebenjährigen Hengst Deutschlands und vielleicht auch darüber hinaus im vergangenen Jahr, im Kalenderjahr 2016 sehen. Er spult ja immer souverän ab, schon mit einer gewissen Routine. Wir haben es gehört, er hat 5 Youngster Finals gewonnen. Wurde folgerichtig als VTV Springhengst des Jahres dann anlässlich der Körung zu Fechter im vergangenen Herbst ausgezeichnet. Seinen Züchter Werner Meyer, den haben wir eben noch geehrt, der schaut jetzt sicherlich ganz genau hin. Die Ältesten sind jetzt 4, haben ein paar ganz vielversprechende unterm Sattel, eine ganz tolle Lord PC Junior Tochter aus der Zucht von Timo Knüven, der heute auch bei uns ist, fügt sehr stringent und konsequent immer Qualität hinzu, muss man sagen. Vererbt sicherlich ähnlich gut, das hoffen wir und das bestätigt sich so langsam wie sein unvergessener Vater Lord Pizzi. Er muss hier nichts beweisen, das hat er schon oft genug in den vergangenen Saisons getan. Lord PC Junior. Ja, und wer weiß, Willi sagte es, wenn Hartwig ihn weiterreiten darf, dann freuen wir uns, ihn von hier aus in die Weltspitze entlassen zu dürfen. Dankeschön, 8-jährig ist er jetzt. Lord PC Junior mit Hartwig Rode.